sowas im alten Poki. Kannst du mir mal denken? Kopf oder Zahl? Was? Ich glaube, da ist das irgendwo davor gesessen. Ich brauche jetzt irgendein intelligentes Rätsel, der den Spieler beschäftigen wird. Und zwar eine Frage, die niemand rauskriegt. Was nehme ich da wohl? Hat ihm einer von hinten mit der Münze auf den Kopf geschlagen? Kopf oder Zahl, super. Ich speichere nur kurz, weil meine Festplatte demnächst voll sein könnte und dann möchte ich den Fortschritt nicht verlieren. Ach so. Auf jeden Fall, ich nehme mal die Zahl. Zahl. Kopf. Ja. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Edna ist unsichtbar geworden. Ich gehe nochmal kurz speichern, weil die fehlt mir da ein bisschen. Nö, die ist weg. Egal. Ich will es. So sei es. Kopf. Dann nehmen wir mal Kopf. Kopf. Die unsichtbare Edna. Zart, ja. Was? Nö, aber eigentlich will ich den Thron gar nicht. Oder wollt ihr ihn? Nein, wir wollen ihn nicht. Schieb ihn in dein kleines. Mir fällt gerade nichts anderes ein, um das, was ich gerade sagen wollte, zu umschreiben. Ich will deinen blöden Thron nicht. Sagte die unsichtbare Edna. Wenn das eine List sein soll. Nein, nein. Ich warne dich. Ja, wir machen keine Listen. Ich habe hellseherische Fähigkeiten. Ach so. Wirklich? Und? Oh. Cool. Frag mich was. Komm ich jemals hier raus? Komme ich hier jemals raus? Ungewiss. Deine Zukunft ist ein sehr junger Padawan. Ach so. Ich sehe einen weiten Weg, du noch vor dir hast. Ich sehe Schmerz, Trauer und was ist das? Ich sehe eine Klage auf Lizenzrechtsverletzung. Ja, mein junger Padawan, ich glaube, ich weiß, wo die herkommt. Nochmal kurz, ich speichere nochmal kurz eine Vollseite-Festplatte. Ich gebe es zu, ich habe Star Wars nie gesehen. Ich habe einen Teil gesehen und mir persönlich gefällt dieser Film nicht. Ich weiß, das sind die geilsten Filme, die jemals rausgekommen sind. Das ist Kult, aber ich kann einfach nichts mit diesem Film anfangen und möchte mich dafür auch entschuldigen. Wenn ihr mich da jetzt verwälschen wollt, ich kann einfach nichts damit anfangen, genauso wie ich mit Ego-Shooter nichts anfangen kann, habe ich aber auch schon erwähnt. Was wirfst du als nächstes? Guter Versuch. Verdammt! Gute Idee auf jeden Fall. Wer wird der nächste Papst? Ich sehe, worauf du hinaus willst. Und nein, du bist es nicht. Verdammt! Verdammt! Ich hätte nicht so oft fluchen sollen. Ah, und ich hätte vielleicht Theologie doch ein bisschen ausführlicher studieren sollen. Werden Menschen auf dem Mars landen? Ein klares Nein. Was? Einfach nur Nein? Schade. Genau. Nein. Tja, jetzt sind wir hier wohl fest auf der Erde, auf der schönen, wundervollen, kalten Erde. In Deutschland, Bulgarien oder Italien oder Amerika. Afrika, wo den Kanaren. Wir bleiben für immer auf der Erde, auch mit dieser Generation. In der nächsten oder in der übernächsten. We stand together in the world. Wo ist denn der liebe Walter? Wer auch überhaupt Walter ist. Ich glaube, das ist irgendein Insider von irgendwas, was ich nicht kenne. Wo ist Walter? In einem Brunnen. Oh. Die Polizei wird seine Leiche in wenigen Tagen bergen. Oh nein, der Arme. Wenn irgendjemand den Insider wusste, Walter kennt, dann bitte mal posten, weil es würde mich interessieren. Wann ist dieses Gespräch endlich beendet? Beste Frage. Und sehr bald. Beste Antwort. Willst du vorher noch einmal versuchen, mich schnell zu besiegen? Alter, kannst du mal lauter sprechen? Ich verstehe dich kaum. Ich habe meine Boxen fast ganz aufgedreht. Alter, warum? Alter, Edna schmeckt wie geil. Was für ein geiler Fail. Eine goldene Medaille? Echtes Gold? Aber sicher. Und nicht nur das. Wieso? Was denn noch? Jetzt kommt's.
Ja. Naja, okay. Nur echtes Gold. Aber was erwartest du eigentlich? Hä? Einen Keks. Einen Keks. Warum verliere ich eigentlich ständig? Mach dir keine Vorwürfe. Mir ging es einst genau wie dir. Aha. Ja, ehrlich. Ich war ein regelrechter Pechvogel. Bestimmt, du warst auch. Dann allerdings... Oha. Ich ging eines Abends spazieren auf dem Dach unseres Hochhauses. Es gewitterte. Mhm. Ich hatte vorsorglich meinen Regenschirm aufgespannt und meine Füße steckten in Wassereimern, als mir dieser Blitzableiter auffiel, der schief montiert war. Ich geh kurz mein Fenster zu. Ich machte mich sofort daran, ihn zu richten. Dann erinnere ich mich nur noch an einen grellen Lichtblitz. Was genau es war, kann ich nicht sagen. Aber seitdem habe ich nie irgendwo daneben gelegen. Um das mir kurz zusammenzureiben. Warum verdammt doch mal gehst du auf dem Dach eines Hochhauses spazieren, in Wassereimern, wenn es gewittert, mit einem Regenschirm und dann ein Blitzableiter zu richten? Also du bist ja auf jeden Fall zurecht, du total psychisches Etwas. Okay. Was ist jetzt cooler, hellseherische Fähigkeiten oder unsichtbar sein? Um nochmal auf... Das war's. Wann? Oh. Dann gehen wir wieder raus und werden dann hoffentlich wieder sichtbar, weil wenn Edna unsichtbar ist, ich weiß nicht, ob ich die Büste beenden kann. Ich ziehe dann mal wieder von dann. Cheerio. Bye bye. Tschüss. Oh, sie hat sich Gott sei Dank für uns wieder sichtbar gemacht. Ich hab was vergessen. Nein, das geht ja sowieso nicht, das kann ich dann nachher machen. Auf jeden Fall. Oh Gott, wir haben so viel. Ich werde wenigstens nicht alles mit einem komponieren wie der... Ich muss aufhören, auf ihn zurückzugreifen. Weil mir das persönlich zu viel wäre. Ich habe gesagt, ich werde die besten Dings zeigen, die unter anderem mit den Spielen hier auch sind. Machen wir gleich mal. Ich kann Gesellschaftsspiele nicht ausstehen. Aber trotzdem muss... Und das ist die dämlichste Spielesammlung, die ich je gesehen habe. Beschreib es doch mal näher. Fang es gleich an. Was hältst du davon, Harvey? Ich bekomme Ausschlag von Gesellschaftsspielen. So, mal ging's hier. Ach, hier ging's ja da. Was mich auch wundert, hier geht es jetzt ja nicht wieder raus. Sondern hier geht es, ich zeig's es kurz. Ach so. Ja, okay, klar. Ja, so. Dummheit. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Die dumm. Dumm, 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 dumm. Hier ist noch ein Spiel. Das war Waldi. Hier ist noch ein Spiel. Pandemonium. Pandemonium, versteht die Pen, Englisch für Stift. Hier ist noch ein Spiel. Pferderally. Cool, will ich unbedingt mal Let's Playen. Hier ist noch ein Spiel. Captain Unbrauchbar. Verfolgungsjagd im Honkmobil. Also das muss man auf jeden Fall gespielt haben. Nächter Klassiker habe ich selbst sehr gerne gespielt. Habe ich sogar noch bei mir im Regal stehen. Hier ist noch ein Spiel. Inspektor Schnatter. Ach so. Hier ist noch ein Spiel. Chaos im Büro. Das voll verrückte Beamtenspiel. Macht bestimmt sehr viel Spaß, Akten zu ordnen. Wow. Hier ist noch ein Spiel. Beat the Pot. Schlag den Topf. Ich hab gedacht, du hast Topf schlagen. Hier ist noch ein Spiel. Scotland Billiard. Was hast du mit dem Messer zu tun? Weil da sind bestimmt so viele Insider drin, die ich niemals verstehen werde. Hier ist noch ein Spiel. Zu Gast in Pepes Restaurant. Ach so. Pepe, der Spanier. Oh, die Stella Emilio, der Spanier hier. Hier ist noch ein Spiel. Kalte Kühe, heiße Eisen. Warum? Hier ist noch ein Spiel. Bulettenburg 2, die Star Wars Edition. Alter. So, meine lieben Freunde, meine andere Festplatte war gerade eben nämlich schon wieder voll. Und das heißt, nun treten die letzten Aufnahmeminuten ein. Und zwar sind das genau noch 22 an der Zahl. Gott, wenn ich auf der... Oh Gott, ich fange aber die FPS ziemlich rum. Hoffentlich beruhigen die sich noch. Und zwar werde ich nun auf der allerletzten von den Festplatten speichern, was es die Windows-Festplatte original sein wird. Deswegen schwankt sie für mich auch schon so rum, weil die auch schon zur Hälfte voll jetzt. Aber auf jeden Fall, das sind jetzt nur die letzten Minuten der Aufnahme, der Voraufnahmen für Microfist TV und Edna bricht aus. Und nach diesen zwei Folgen, werden es wahrscheinlich sein, werden dann auch endlich eure ganzen
Sachen, die ihr in Minecraft History in Edna gepostet habt, berücksichtigt, weil ich sie dann auch endlich gelesen habe. Was ich gerade noch sagen wollte zu dem da. Hier ist noch ein Spiel. Bulettenburg 2, die Star Wars Edition. Ob es eigentlich in dem Spiel nur Star Wars gibt, das wollte ich dazu noch sagen. Hier ist noch ein Spiel. Bulettenburg. Ach so, okay. Hier ist noch ein Spiel. Flipchip. Ja, toll. Ein Sofa. Nimm es mit. Ich kann später noch ausruhen. Dann rede mit dem... Oh, wir vergessen mit den Sachen zu reden. Ich verdächtige Dr. Marcel mit dem Poloschläger im Wäschelift. Und? Hä? Ich verstehe es nicht. Schlaf, Edna, schlaf. Ich werde mit einem Mal so müde. Kuli und Kommel von deinem Benutzen werde ich weiterhin tun. Sieht ja geil aus. Nice. In diesem Bild muss nützlich Toll wieder auf dem Sofa schlafen. Hat der schon wieder irgendwas Verbotenes getan? Wir werden es nie erfahren. Noch kurz das. Einfach so witzig ist. Und das. So. Dann noch das Schild. Ach, das gibt's gar nicht. Dann reden wir jetzt mal mit dem epischen Alumandes. Hat zuerst mal das da. Möchtest du meinen Stift haben? Worte sind wie Erbsen und Möhrchen. Sobald sie auf dem Teller sind, werden sie kalt. Epische Grundsätze, die er uns hier noch beibringen wird. Eine gewisse Ähnlichkeit zwischen ihm und Captain Unbrauchbar besteht durchaus. Ganz bestimmt. Es gibt nicht viele Superhelden mit Bauch und Schnurrbart. Yeah! Oh, 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 oh. Captain Unbrauchbar. Yay, ich hab doch gesagt, dass ich deswegen unbedingt auf diese ganzen Erfolge hinarbeiten werde. Und da haben wir schon den ersten Captain Unbrauchbar Weißrad. Das heißt aber nicht, dass ich aufhören werde, Captain Oberbummel und Arm zu benutzen. Aber was ich jetzt machen muss, ist speichern. Ach, schön, wenn das noch passiert, weil ich hatte diese Erfolge noch nie. Aber dann reden wir jetzt mal mit ihm. Ja, geil, ich freue mich voll.